Also das Faszinierende an Stammzellen und Makrophagen ist, dass diese Zellen sich sehr früh entwickeln. Und wir verstehen einfach noch gar nicht, was diese Zellen im Embryo machen. Elvira Maas ist Entwicklungsbiologin und richtet ihr Forschungsinteresse auf einen Zelltyp des Immunsystems, der lange abseits der Aufmerksamkeit lag. Die Makrophagen. Das sind Riesenfresszellen, die sterbende und tote Zellen, Bakterien und Viren abbauen und zersetzen. Durch ihre Forschungen konnte sie zeigen, dass diese spezialisierten Immunzellen nicht, wie man früher dachte, lediglich aus Stammzellen des Knochenmarks, sondern auch aus Vorläuferzellen des Dottersacks, ganz am Anfang der embryonalen Entwicklung stammen. Dieser Typ von Makrophagen kann sogar zeitlebens zur Gesunderhaltung beitragen. Diese wichtigen Funktionen können aber auch gestört sein. Maas' Verdacht ist, dass insbesondere früh im Embryo stattfindende Schädigungen dieser ersten Immunzellen zu krankhaften Veränderungen der entstehenden Organe führen können. Wodurch? Durch Mikroplastik, welches über die Nahrung von Menschen aufgenommen wird. Mikroplastik besteht aus nur einigen hundert Nanometern großen Plastikpartikeln, die in der Umwelt durch Reifenabrieb oder zerriebenen Plastikmüll in Gewässern entstehen und zum Beispiel durch landwirtschaftliche Düngung in den Nahrungskreislauf gelangen. Aufgrund ihrer geringen Größe können diese Plastikpartikel bei schwangeren Frauen über die Plazenta in die Blutbahn des entstehenden Embryos eindringen. Und wir wissen, dass bestimmte Faktoren wie Umweltverschmutzung oder Ernährung der Mutter Einfluss hat auf die Nachkommen, dass sich dort gewisse Krankheiten entwickeln können. Und welche Zellen es machen, ist aber nicht bekannt. Und da ist die Idee, dass diese langlebigen Makrophagen sozusagen die Messenger sind, das heißt, die Nachricht übermitteln von einer Generation in die nächste. Bei Modellversuchen mit Mikroplastik und Mäusen ließen sich Veränderungen im Gehirn und in der Leber finden, die Rückschlüsse auf die Aktivierung von Makrophagen zuließen, was langfristig wiederum zu neurodegenerativen oder metabolischen Erkrankungen führen könnte. Wie die Prozesse und Veränderungen aber genau stattgefunden haben, wollen die Forscherin und ihr Team noch herausfinden. Dazu untersuchen sie einzelne Gehirnzellen der Mäuse, die mit Mikroplastik in ihrer Nahrung gefüttert wurden, und analysieren die Unterschiede zu Mäusen, bei denen das nicht der Fall war. Also unsere Forschung ist momentan wirklich pure Grundlagenforschung. Wir möchten einfach bestimmte Prozesse, molekular, biologische Prozesse verstehen, was passiert, wenn Plastik in unseren Körper gelangt, in dem Fall in den Körper von Mäusen. Unser Ziel ist wirklich, dass wir der Gesellschaft aus der Grundlagenforschung heraus zeigen können, wie gefährlich Plastik eigentlich sein kann und dass wir unser Verhalten einfach auch verändern dadurch. Und erst wenn wir wissen, wie gefährlich das Plastik im Körper, im Organismus ist, nur dann können wir wirklich Entscheidungen treffen.